So Leute, ich bin's wieder, TortenTV. Habe jetzt ein Riesenproblem mit meinem Quad. Seit einer Woche kommt von Richtung Kupplung komische Geräusche. Das Fahrverhalten ist auch ganz eigenartig. Gut, ich muss der Sache mal auf den Grund gehen. Ich habe ja nochmal ein paar Teile bestellt von Dr. Pulli. Dr. Pulli 20 Gramm Gewichte. Dr. Pulli Hit Kupplung. Weil wenn ich schon alles auseinanderschraube, tue dann. Tue ja auch gleich die Teile reinbauen. Gut, schaue ich mal nach und gehe der Sache auf den Grund. Ich hoffe, dass das nichts Schlimmeres ist. Gut. So, als erstes löse ich die Schraube von der Kupplung. Habe extra ein spezielles Haltewerkzeug. Da wird das Ganze zum Kinderspiel. Und jetzt nehme ich mir die Variomatik vor. Gut, oh, baue die auch auseinander. So, im Keller angekommen, alle Teile runtergetragen. Nehme ich mir jetzt gleich mal die Variomatik vor. Variomatik-Deckel runter, Gewichte raus. Macht das Ganze noch sauber mit dem Tuch. Man kann auch noch einen Bremsenreiniger nehmen, je nach Geschmack. So, jetzt tue ich mal die Käsestücke rein. Stück für Stück, eins nach dem anderen. Hab nochmal alles markiert mit Kreuze, dass man es besser sieht. Gut. Bis dann.
So, jetzt nehme ich mir die Kupplung vor, schraub die Kupplungsschraube runter. Geht auch ganz leicht. Ich merke die Feder gar nicht. Oh, die Kupplung hat sich gefressen. Gut. Ich setze mir meine ganze Kraft ein. Rück hin, rück her. Die Kupplung rührt sich nicht minimal. Keuch, Hust, Schwitz. Geht nicht runter, das Teil. Oh Mann, hey. Oh Mann, oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Gut. Leute, halbe Stunde habe ich gewerkelt, ich habe es runterbekommen. Oh Mann. Katastrophe. Katastrophe. Hoch drei. Gut. Bis gleich. Also, wie man sieht, das Gewind ist total kaputt. Die Kupplung hat sich schön eingefressen. Hier sieht man nochmal die Kupplung. Hier. Total kaputt. Schöne, schöne Risse, wie man sieht. Also, ich habe echt Glück gehabt, dass mir das Ding nicht um die Ohren geflogen ist. Also, Hut ab. Wieder mal Glück gehabt. Ja, gut, hier endet das Experiment, Dr. Pulli. Ich muss mir, wie gesagt, nochmal einen neuen Wandler besorgen. Gut, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, das ist jetzt der erste. Zum Schluss mache ich nochmal ein kleines Experiment. Ich nehme jetzt die Dr. Pulli-Kupplung, tue sie mal draufschrauben. Aber ich schätze, die Mutter halt nichts mehr. Die wird es dann auch gleich weghupfen. Ja, mei. Gut. Also einen zweiten Teil gibt es noch, sobald ich die Teile habe. Und schauen wir mal, was das alles bringt. Und ich habe auch noch nie Dr. Pulli benutzt. Das ist dann das erste Mal. Ja, mei, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Hab nochmal Glück im Unglück gehabt. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen und gibt es keinen Daumen runter. Gut, also bis zum zweiten Teil dann. Tschüss. Das ist jetzt der zweite Teil von Dr. Pulli. Also, das Ding geht hier auf jeden Fall rein. Man muss es halt nur noch ein bisschen abflexen, weil es geht so schwermäßig rein. Aber das muss man da drauf machen. Gut, ich werde jetzt da die Mandel auseinanderbauen. Ich gebe mit dem Schraubenzieher rein. Stellt man das auf Mitte, dann hat man hier eine Spitzzange, dann zieht man die Teile raus. Einmal wieder in Mitte. Zweimal. Dreimal. Viermal. So, ganz schön fettig, die lange ich nicht an. Immer noch ein bisschen hartnäckig das Ganze.
gearbeitet. Jedenfalls das Teil da oben ist kaputt. Das brauche ich neu. Das muss ich nochmal neu kaufen. Zwei Lager sind drin. Schauen wir mal, ob bei dem anderen die Lager dabei sind. Wenn nicht, dann werde ich es wieder rausmachen. Okay. Das war's wieder. Jetzt muss ich erst das Teil bestellen. Gut, also. Wenn ich es dann habe, dann geht es wieder weiter. Also, tschüss. So, jetzt war gerade die Speicherkarte voll. Also, mach ich weiter. So, schön einschmieren das Ganze. So, meine Finger sind wieder schön voll. Aber die mache ich jetzt sauber. Gut, hier unten will ich jetzt nichts haben. Mach ich jetzt wieder ein bisschen sauber. So geht es schon. So, das nächste nehmen wir hier dieses Teil. Das mache ich auch hier drauf. Okay. Mal wieder offen will. Auf halb. Jetzt machen wir hier diese Teile wieder rein. Na, nicht so ganz. Hab dich. Na, jetzt komm. Also raus geht besser wie rein. Oh Mann, ist das ein Zeug wieder echt. Aber ich werde es schon schaffen. Machen wir mal einfach so. Ah, so geht's gleich noch besser. Also. Wo ist denn das? Die Stelle. Das. Oh, ist das ein Batz. Eins haben wir noch. Jetzt wieder alles sauber machen. Ah, so. Gut, machen wir den Ding gleich drauf. So. Gut. Jetzt alles sauber machen. Boah. Jetzt wieder entfetten das Ganze. Boah, da. Da kommt doch Freude auf. So. Schon, dass nirgendwo Fett drin ist. Sauber. Machen wir noch schnell sauber. Thank you.
So, fällt das schon. So. Gut, machen wir so weiter. Machen wir das so. Gut. Da brauche ich nochmal einen Helfer. Allein schaffe ich das jetzt nicht. Okay, so und dann das andere Teil noch. So, jetzt machen wir eine schnelle wieder Pause. Der Plan sieht vor. Dass ich danach die Feder reinbaue, da brauche ich jetzt einen Helfer, der bin ich da, dann baue ich das Teil so rein und dann schraube ich das oben drauf. Na, gar nicht so einfach, das Ganze. Also ich schraube dann das Ganze so oben so drauf. Das Ganze so umbogen. Gut, aber jetzt brauche ich erst noch mal einen Helfer. Also, bis später, Donner. Ciao. Ja, ich schraube jetzt das runter. Das muss genauso wie das hin. Ich schraube das runter. Du musst da bloß die Schraube hochmachen. Das ist so rein, schau, das geht dann so rein. Und ich muss das Ganze runterdrücken. Also, erst das. Und das kann ich wegmachen und dann oben das so drauf. Okay, also, ich drücke runter. Warte, warte. Jetzt! Das ist aber auf das Quint gar nicht. Das Ding muss ein bisschen weiter. Nein, du musst es. Also ich gucke jetzt drauf. Nimm einen Schlüssel. Warte, noch ein bisschen. Das darf halt nicht schief sein. Du nochmal befestigen, dann mach ich nochmal. Zieh nochmal, dann warte ich mal selber. Dann passiert nichts. Dann geht alles gut. Nochmal. Muss ganz fest sein. Gut, also drin. Ja. Gut. Okay. Passt, danke dir. Du warst mir eine Hilfe. Also wie es jetzt, jetzt braucht man einen zweiten Helfer. Also ich muss die Dinger noch umbiegen. Genau. Das machen wir auch gleich. Oh, jetzt bei den Helfer hochhelfen. So. Da. Alles gut. So, also nach der Grafik muss man dann drei Stück hochbiegen. Das ist genau mal in der Mitte von dem Ding. Jetzt kommen wir noch drüben hinein. Ich brauche einen kleinen Schraubenzieher. So, ich habe mal was vorbereitet. Also die Dinge habe ich schon mal hochgebogen. Man braucht halt ziemlich kleinen Schraubenzieher. Das auch. So.
zweite. Dritte. Also ich gehe jetzt immer da hin bei den Ecken und zwar in der Mitte. Also bei der Kante in der Mitte biegt es immer hoch. 1, 2, 3. Ja. So, okay. Gut. So. Fertig. War doch gar nicht so schwer, oder? So, jetzt bauen wir das Ganze noch ein. Bis gleich. Ich bin's wieder. Gut, es geht weiter. Gut, jetzt habe ich auch einen sehr ein Detail gefunden, was mir jetzt noch nicht so gefällt. Und zwar weil jetzt ist so eine massive Feder, jetzt muss man das halt hochdrücken und dann muss man da den Kaltriemen reinmachen. Aber es geht ziemlich schwer, so mit der Hand schafft man es fast nicht. Ich habe jetzt da Holz eingesetzt und habe ein bisschen Nikon, hoffentlich langs. Und jetzt muss ich ein bisschen hinterher arbeiten, aber das ist halt so, wenn so eine dicke Feder drin ist, also es macht halt ein bisschen mehr Arbeit, aber man kann damit leben. Also, schauen wir das Ding mal weg. Jo, also, auf ein neues. Passt. Passt. Und rein. Gut, ich werde das erst später festmachen. Weil wenn es nicht gescheit neigt, habe ich da wieder ein Problem. Dass ich das vorne nicht drauf bekomme. Jetzt schauen wir mal. So, ob das dann so hinhaut. Was jetzt beim dritten Teil setzt, müsst ihr auch den ersten Teil anschauen, weil da sieht man auch, wie ich die Dr. Pulli Käsestücke reinbaue. Die werde ich jetzt aber nicht mehr raus tun. Gut, das werden wir also langsam festziehen. Das gleiche, jetzt brauche ich jetzt nochmal Werkzeug. Der Stockler. Jetzt schaue ich um, weil ich zumache. Also ich drehe halt zumindest immer so ein bisschen mit. Na?
richtig festmachen, damit das Ding aufgeht. Hey. Damit nicht, dass das aufgeht. Dann lasse ich mal das Ganze starten, aber letztes Mal schon ein bisschen Probleme mit der Batterie gehabt. Dann ist das jetzt so gut geklappt. Naja, die scheiß Batterie. Nur ein Schock. Jetzt haben wir Januar. Dann habe ich ihn auch schon mal angebracht. Das ist aber das. Naja, muss man wieder warten. Gut, ich werde es dann nochmal probieren. Bis dann, wenn es halt wieder geht, dann werde ich dann wieder ein Video weitermachen. Ist wieder eine Stunde, habe ich es nicht angebracht, aber jetzt habe ich nachgedacht. Und ich kenne nur einen Trick, den habe ich mit der Arbeit gemacht. Das ist, man tut einen Bremsreiniger und sprüht damit in den Luftfilter ein, also, aber ich wiederhole, das mache ich, das braucht ihr nicht machen, weil ich übernehme keine Haftung für Schäden und sonst was. Das haben wir früher in der Arbeit immer gemacht. Also ich mache das, das muss sich jeder mit sich selber vereinbaren. Ich hoffe, damit ist es halt auch. Jetzt schauen wir mal, ob wir den jetzt den Bock jetzt mal zum Laufen bringen. Spitz mal ein. Also, der alte Trick geht noch immer. So, jetzt. Also, wir haben hier schönes Läuft.
mal eine Zeit lang laufen lassen. Jetzt sind mir ein paar Besonderheiten aufgefallen. Das Ding hat irgendwie am Anfang einen Leerlauf, wenn man halt anfährt. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Also man muss erst beschleunigen und dann zieht das Ding ab irgendwie. Früher hat man gleich Gas gegeben. Gas geben und ist das Ding sofort ab. Und jetzt gibt man am Anfang ein bisschen Gas, dann geht das Ding auf Drehzahl und dann geht es erst ab. Weiß nicht, also ist auch gewinnungsbedürftig. Also, ja, mein, muss ich erst mal schauen. Jetzt baue ich nochmal alles zusammen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Okay, bis gleich dann. Jetzt ciao. Leute, auf ein geil! Gut, mein Fazit ist, Dr. Pulli einwandfrei. Was Besseres gibt's, habe ich noch nie gehabt, echt. Super, hey, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Also,